Vielen Dank! Ich habe aber gar nicht angefangen! Vielen Dank! Jetzt geht's los. Jetzt geht's endlich los. Ich habe das Buch mitgebracht. Das ist ganz praktisch. Wie gesagt, ich werde das ganze Buch heute Abend lesen, komplett durch. Und zwar fangen wir an. Am Anfang war ein Schmitz. So, also, damit wir wissen, worüber wir hier reden, fange ich mal an. Also, jetzt geht's los. Das ist ungewohnt sitzen. Das werden wir gleich wieder ändern. Also, fangen wir ganz am Anfang an. Als ich noch ganz klein war. Ich hab's genau gehört, hier vorne in der ersten Reihe. Unverschämt. Also, als ich noch ganz klein war, wurde ich geboren. Von meiner Mutter. Was, um spätere Verwechslungen und deren schreckliche Auswirkungen auf die Psyche eines Kindes zu vermeiden, ungemein praktisch war. Meine Mutter lag 3 Tage mit mir in den Wehen, was wir an Weihnachten immer aufs Neue von ihr erzählt bekommen. Als hätten wir es noch nie gehört. Ich vermute, dass meine Mutter auch wirklich glaubt, dass sie uns das noch nie erzählt hat. Nein, keine Sorge, sie leidet nicht an Alzheimer oder Demenz, das würde vieles erklären. Sie ist eben einfach nur eine Mutter. Und ich glaube, dass alle Mütter einen Knall haben. Einen liebenswerten, einen fürsorglichen, warmherzigen, nervenzerfetzenden und bisweilen in den Wahnsinn treibenden Knall. Und meine hat's erfunden. Ich wollte nicht raus aus dem Bauch. Mama hat sich ganz schön abrackern müssen, bis ich mich dann endlich dazu bequemte, aus der Luxus-Suite mit Wasserbett und permanentem Zimmerservice auszuchecken. Nun ja, ehrlich gesagt habe ich manchmal heute immer noch das Gefühl, an der Rezeption zu stehen und auf die Rechnung zu starren. Nun wird ein Arzt auf die Frage, warum das denn so lange gedauert hat, immer mit einer Floskel antworten, à la, das ist jedes Mal anders, da steckt man nicht drin. Danke für das Wortspiel. Ich persönlich glaube aber, dass ich damals tatsächlich und ganz bewusst nicht aus dem Bauch heraus wollte. Warum? Ich kannte ja schon meine ganze Familie. Es stimmt nämlich, man kriegt da drin schon eine Menge von drauf mit, wenn es sich auch noch anhört, als würden alle durch einen Schnorchel sprechen und die Gesichter verschwommener Lichterscheinungen ähneln. Obwohl das eigentlich auch reicht, glauben Sie mir, der ein oder andere hat hinterher live und in Farbe nicht wirklich dazugewonnen. Ich war der Letzte, so viel war mir schon unter Wasser klar. Meine gesamte Familie war bereits da und wartete auf mich. Dieses Prinzip haben wir uns bis heute beibehalten. Bevor wir zu meinen ersten Kontakten mit meiner Familie kommen, möchte ich aber kurz etwas weiter ausholen und noch einen kleinen Schritt weiter zurückgehen. Ich glaube nämlich, dass ich mir meine Mutter ausgesucht habe. Ja, ich wollte genau die Mutter haben, die ich bekommen habe. Also, die mich bekommen hat. Ich kann es selbst oft nicht fassen, aber ich bin mir sicher, dass es keine bessere auf der ganzen Welt gibt für mich. Schließlich wächst der Mensch mit seinen Aufgaben. Gehen wir also noch einen kleinen Moment weiter zurück. Zum Augenblick, als meine Eltern, also als sie sich furchtbar lieb hatten und... Ich habe das wirklich aufgeschrieben, das ist... Das will sich doch keiner vorstellen, oder? Das, die man selber okay, aber die Eltern... Die machen sowas nicht. Bah! Stell dir vor, der Papa sagt mal, hallo, ne? Und wenn man das weiterspinnt, überlegt mal, Oma und Opa haben ja auch... Oh! Oh, das ist ja so Leichenflatterei, das ist ja furchtbar. Okay, machen wir weiter. Also ich habe sogar geschrieben hier danach, ich versuche es mal anders. Jetzt pass auf. Ich war als kleines weißes Ding ohne Arme und Beine. Trotzdem war ich sehr glücklich, munter unterwegs, pfiff ein Liedchen und drehte zufrieden meine Runden, als alle plötzlich durcheinander brüllten, dass es losging. Was um Himmels Willen losging, konnte mir keiner sagen. Aber alle waren unglaublich aufgeregt. Ich traute dem Braten nicht. Alle wollten mich überreden, mitzukommen. Obwohl sie nicht wussten, wohin, und auch das kam mir merkwürdig vor. Wie auf Knopfdruck und von jetzt auf gleich flitzten alle los. Völlig kopflos, total hysterisch und unüberlegt. Aber nicht mit mir. Und heute noch bin ich froh, dass ich damals so weise entschieden habe. Aus den anderen ist nämlich nichts geworden. Also jedenfalls fand ich meinen Weg, Doktor an, teilte mich und so weiter und so weiter. Und schließlich wuchs ich so langsam und gemütlich vor mich hin. Während dieser Zeit in meinem Zimmer ohne Balkon, finde ich ungerecht, die Kängurus haben einen, lernte ich jeden Menschen aus meiner Familie bereits kennen. Ich wusste also schon im Alter von -4 Monaten, dass ich eine Schwester habe, die sich zwar ein bisschen auf ihren Bruder freut, aber eigentlich lieber ein Fahrrad gehabt hätte. Außerdem gab es dann noch meinen grobmotorischen Onkel Lutz und Tante Hannelore mit den verrückten Haaren. Onkel Erwin, in wie viel Monat bist du denn? Im 12. Das müssen wir feiern. Nicht erfunden, ist wirklich wahr. Und die böse Tante Brigitte. Na, du bist ja wohl der dickste Walfisch im Ozean. Die gibt's übrigens wirklich. Wir hassen sie. Aber das ist noch lange nicht alles. Dazu kommen noch mein Schwager, mein Neffe, meine liebenswerte, aber vergessliche Oma, endlos viele Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, diverse Stiefväter, Stiefmütter, deren mitgebrachte Familien und so weiter und so weiter. Es wurde nun langsam Zeit für mich, endlich das Licht der Welt zu erblicken. Nachdem ich kurz nochmal alles durchgegangen war, Mama aussuchen, erledigt, den Aufenthalt so lange ausreizen, wie es geht. Yep. Groß genug werden. Naja, wurde es plötzlich so hell, dass ich am liebsten die Hände vor die Augen gehalten hätte. Nur leider, leider konnte ich das ja noch nicht. So, und jetzt zeige ich euch. Oh. Oh. Das ist meine Schwester.
Man konnte es richtig sehen, die Mütter. Oh, das ist meine Schwester. Da gemein, Alter. Nein, das bin ich wirklich, das bin ich. Das bin ich süß, ne? Ich bin ein bisschen gelbstichig. Meine Mutter hat viele Möhren gegessen damals. War sehr schön. Ganz lustig. So, pass auf. Jetzt, das ist meine Schwester, du bist so gemein. Jetzt kommen wir zur nächsten Geschichte. Ja, also. Da muss ich jetzt was zu fragen. Da machen wir jetzt Folgendes, das mache ich jetzt mal ohne Buch hier. Mütter machen ja oft Sachen, die uns Kindern unangenehm sind. Ne? Mütter sind uns ja manchmal, die Mütter können nichts dafür. Mütter machen manchmal peinliche Sachen. Jetzt wollte ich mal fragen, meine Mutter hat schlimme Sachen gemacht, früher und auch heute noch. Gibt es mal, hier, du sitzt ganz vorne, das ist praktisch. Wie ist dein Name? Lennart. Lennart, ist das deine Mutter? Ja. Ja. Meine Mutter hat früher immer unglaublich viele peinliche Sachen gemacht. Macht deine Mutter das auch? Nein. Geh weg, geh mal kurz was trinken. Macht die manchmal peinliche Sachen? Siehste. Meine Mutter hat früher, das macht sie heute noch, die hat immer noch in ihrem Portemonnaie Fotos von mir drin. Eins ist ganz schrecklich, da bin ich ganz jung, ganz klein und sitze auf der nackig auf der Schaukel und das zeigt die Wildfremde, guck mal, war der nicht süß. Das ist mir so peinlich. Hat die sowas auch schon mal gemacht? Nein. Nein. Gut. Na gut, warum soll deine Mutter auch nackte Fotos von mir wildfremden Leuten zeigen? Aber hier. Das würde ich tun. Das würdest du tun? Ja. Raus. Meine Mutter hat noch was gemacht, die hat immer gesagt, du hast da was. Hat sie das schon mal gemacht? Ja. Ja, siehste! Das macht man nicht. Das mache ich jetzt bei dir auch. So. Warum macht man das nicht? Das stinkt nach Fleischwurst und Zigaretten oder irgendwas anderes. Meine Mutter hat immer Harzer Roller gegessen. Das war ekelhaft. Der hat sich durch meine Wange nach innen gefressen, der Harzer Roller. Das war schrecklich. Mütter machen wirklich manchmal peinliche Sachen. Die können nichts dafür. Ist ja meistens gut gemeint. Aber irgendwann habe ich akzeptiert, meine Mutter ist meine Mutter. Ich liebe die. Meine Mutter hat einen Knall. Umso besser. Ich finde das toll. Ich mag sie gern. Ich liebe sie über alles. Eben auch genau dafür. Aber auch wenn ich mir sicher war, dass meine Mutter ist, glaube ich, gab es eine Phase, in der meine Mutter nicht sicher war, ob ich ihr Sohn bin. Komisch, die war bei der Geburt dabei. Aber es muss so gewesen sein, ich habe alte Fotos gefunden und auf diesen alten Fotos hat meine Mutter mich, ihren eigenen Sohn, markiert. Ich weiß, ihr seid... Hä? Ja. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht, die möchte ich euch gerne zeigen. Damit ihr wisst, worüber ich hier rede, habe ich ein paar Fotos dabei. So, pass auf. Das ist meine Kindergartengruppe gewesen. Früher, wirklich wahr. Hier meine Kindergarten. Und das hier, ich hoffe, das könnt ihr gut sehen, das bin ich. Und das hier, das kleine blaue Ding, das ist das Kugelschreiberkreuz meiner Mutter. Die Fotos sind genauso, wie ihr seht. Da haben wir nichts dran verändert. Wirklich, das ist original. Meine Mutter hat also ihren Sohn gesehen. Oh, Ratz, Ratz. Voller Stolz. Mein Sohn, da muss ich ein Kreuz machen. Vielleicht habe ich mal Alzheimer, dann vergesse ich, was mein Sohn war. Ich weiß es nicht. Das kann man aber noch unter gewissen Umständen nachvollziehen. Ne? Das kann man noch begründen. Aber es ist ja erst das erste Foto. Machen wir mal weiter. So. Für die es noch nicht verstanden haben, ich bin der hinter dem Kreuz. Auch hier sind wieder viele Kinder auf dem Foto drauf, viele Menschen. Da kann man durcheinander kommen, ich weiß. Oder die Oma findet einen nicht, sie hat minus 20 Dioptrien. Da machen wir mal schnell ein Kreuz, findet die Oma weiß. Auch das geht noch, ne? Das kann man noch unter gewissen Umständen auch rechtfertigen. Aber kommen wir zum nächsten Foto. So. Ganz links. Ganz links, der unter dem Pfeil. Ich bin froh, dass Mama den Pfeil dahin gemacht hat. Ich hätte doch rechts der Junge mit der Mütze sein können. Kommen wir zum nächsten Foto. Gut. Gut, es sind immerhin zwei Jungs auf dem Foto drauf. Quasi Zwillinge. Gut, nur wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, der Linke ist größer, hat schwarze Haare und die Eltern kommen aus Portugal, aber... Ich mach mal einen Pfeil, ich mach mal ein Kreuz, ne, damit jeder weiß, dass es... Ich hätte doch das Mädchen mit der Kerze sein können. Also gehen wir auf Nummer sicher, wunderbar. Jetzt kommt der Moment, bei mir war das so, als ich das Foto hatte, da kam der Moment, da dachte ich so, jetzt muss Schluss sein, was soll jetzt noch kommen? Ne? Denk dir auch, was soll jetzt noch kommen, ja? Das hier. Man glaubt es nicht, ne? Was soll ich sein, der Beton? Ich habe meine Mutter gefragt. Ich habe sie gefragt, sie war bei mir, auf meinem Schreibtisch habe ich alle Fotos hingelegt gehabt. Meine Mutter war bei mir und sie hat sie zum ersten Mal gesehen. Sie hat die deswegen angeguckt, damit sie mir erlauben konnte, dass ich sie euch zeigen darf. Ihr seht, ich darf, tolle Mama, aber sie hat sie zum ersten Mal zusammen gesehen und fing unglaublich an zu lachen. Ich musste lachen, weil sie so lachen musste. Wir lagen uns wirklich vor Lachen in den Armen, uns liefen vor Lachen die Tränen runter. Und ich habe gesagt, Mama, warum hast du das gemacht? Und sie, ich weiß es nicht. Sie macht es immer noch. Das ist der Hammer. Das Buch gibt es schon eine Weile. Ich habe ihr erzählt, sie hat die Geschichte mitbekommen. Sie macht es immer noch. Sie macht immer noch. Warum machst du? Keine Ahnung. Auch jetzt wieder der Moment. Jetzt denkt man, okay, jetzt muss Schluss sein. So. Lennart, du darfst einmal raten. Wer oder was bin ich auf diesem Foto? Warte.
Ich gebe dir zwei Hilfestellungen. Mama hat ein Kreuz gemacht und ich bin nicht die Oma. Lennart? Ist schwer, ich weiß. Hä? Richtig, genau, rechts, der kleine, dicke Wonneproppen. Wunderbar, das bin ich. So. Unglaublich, oder? Ah. So. Gibt's eine Mutter hier, die das auch macht? Gibt's eine, die Kreuzchen macht? Nein. Deine Mutter oder du? Du machst Kreuzchen? Raus. Warum machst du die? Warum machst du die? Weil ich das sonst immer vergesse. Du vergisst, dass das dein Kind ist. Okay, da hoffe ich, meine Mutter hatte bessere Gründe. Das ist interessant. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, pass auf, jetzt kommen wir zum nächsten. Zur nächsten Geschichte. Ach komm, lass ich auch buchen, das machen wir gleich. Also, ich komme gleich wieder zurück, keine Sorge. Aber die Geschichte steht auch im Buch drin. Ich wollte noch was fragen. Und zwar, ich musste früher, wenn es draußen kalt wurde, schrecklicherweise, die ersten Schneeflocken spielen, ich wollte raus spielen, musste ich eine von mir sehr verhasste, dunkelblaue, hässliche, kratzende Strumpfhose anziehen. Ah, der andere hat schon davon gehört. Wer von euch musste das auch? Und alle haben den gleichen Gesicht. Ja, ja. Schreck, gibt es eine Mutter, die ihren Kindern Strumpfhosen anzieht? Gibt sie noch? Mal aufzeigen. Gibt es eine Mama? Hier, Lennart? Nein? Da, da gibt es eine. Ja, machst du das noch? Ja. Raus. Raus, das ist mein Ernst. Das ist Folter. Das macht man nicht mit seinen Kindern. Warum? Die Strumpfhose, wenn man die wäscht, die schrumpft ja zusammen. Die schrumpft ein, die wird ganz klein. Deswegen heißt sie ja Strumpfhosen.